Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Burgwächter Profis. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr in eurem Schließsystem die Batterien tauschen könnt. Wir haben einmal den Zylinder und wir haben einmal die Tastatur. In beiden befinden sich Batterien, Doppel-A, die tauschen wir gleich einmal aus. Wir wechseln die Batterien jetzt in unserem Smartlock Seco Entry Easy. Die Vorgehensweise ist für die Seco Entry Home Serie exakt identisch. Wir gucken uns das Ganze als erstes an der Tastatur an. Dazu hat man auf der Unterseite der Tastatur eine Schraube. Ihr verwendet dazu den mitgelieferten Schraubendreher in der Größe Torx 8. Hier müsst ihr nichts weiter tun, als die Schraube einmal linksrum zu lösen. Man sieht, dass sich das Batteriefach, wenn es lose ist, auch ein bisschen vorschiebt. Ihr könnt dieses Batteriefach nach unten rausziehen. Ihr tauscht die Batterien, wenn möglich, gegen Markenbatterien aus. Verwendet bitte an der Stelle keine Akkus. Wenn der Tausch durchgeführt wurde, setzt ihr das Batteriefach von unten wieder ein und verschraubt dieses mit der Schraube und dem mitgelieferten Schraubendreher. So ist das Ganze dann fertig getauscht. Der Batterietausch im Zylinder erfolgt ähnlich. Ihr habt hier stirnseitig auf der Innenseite eine kleine Schraube. Dazu verwendet ihr den gleichen Schraubendreher. Ihr setzt den hier in die Öffnung ein, dreht das Ganze linksrum auf. Nachdem ihr die Schraube losgedreht habt, könnt ihr den Batteriedeckel einmal vollständig abnehmen. Auf den Batterien ist ein sogenanntes Batteriepulver aufgetragen. Das schützt die Batterien zum einen vor Korrosion und dient auch für eine bessere Kontaktfläche. Nachdem ihr die Batterien getauscht habt, könnt ihr den Batteriedeckel wieder aufsetzen. Achtet nur bitte auf die korrekte Polung, die ist hier oben nochmal angezeigt. Wenn ihr den Deckel wieder aufsetzt, gibt der Zylinder einmal ein optisches Signal. Dann setzt ihr den Schraubendreher wieder ein und macht den Deckel wieder fest. Das war der einfache Austausch der Batterien in beiden Einheiten.